habe ich mal, oder gestern zumindest, mal was reinbekommen, was chinesisch ist. Ja, kennt er ja, das ist so ein Teil. So ein Ventilator. Und da war eingebaut so ein Akku. Der war drin. Und das Ding sieht so aus. So hier. Den kann man klappen im Prinzip. So hinstellen. Und hat USB dran. So eine Platine ist da drin. So. Und der geht nicht mehr. Kaputt gelüftet. Und da habe ich gestern mal geguckt, was da los ist. Und habe festgestellt, dass in der Platine, hier, ich mache mal den Stecker ab. Na. So, mal gucken. Bisschen näher. Hier in der Platine im Prinzip, dass der Chip, der hier kaputt ist. Normalerweise drückt man drauf, kurz, schaltet ein, drückt man nochmal, läuft er etwas schneller, glaube ich nochmal, läuft er noch ein bisschen schneller. Weil hier sind LEDs drauf, einmal hier eine Farb-LED, hier eine Farb-LED und hier nochmal zwei LEDs. Und da denke ich mal, einmal für den Akku zum Aufladen, wenn er vollgeladen ist. Ja, und dann, wenn man vom Strom weggeht mit dem USB, dass dann automatisch umschaltet auf Akku. Der Akku war komplett runter. Der Chip, schweineheiß, wo ich es angeschlossen hatte. Ja, also Elektronik im Eimer. Und ich mache das jetzt so einfach. Ich wollte erst mal was Neues reinbauen, aber der Lüfter hat jetzt so knapp 20 Euro gekostet. Das lohnt sich nicht, der Aufwand. Und da mache ich einfach den scheiß Chip raus und mache den Akku raus. Und ja, überbrücke den ganzen Scheiß einfach. Dass bloß der Lüfter, sobald man dann Strom ranmacht, dass der Lüfter einfach läuft und fertig. Ja. Wollte ich euch mal zeigen, was ich wieder so zum Basteln reinbekommen habe. Aber das ist so typisch Chinesenkram. Die hat das Ding dreimal probiert, also dreimal liefer und nach dem dritten Mal war es das. Und ich mache immer, zumindest habe ich mir das angewöhnt, so eine Art Geruchstest, optischen Test, Geruchstest. Und da habe ich hinten mal meine Nase rangehalten. Im Prinzip der Deckel, der ist ja so drauf. So, plopp. Hier ist der Deckel drauf und da habe ich hier mal das kleine Löchlein meine Nase reingehalten. Da hat es schon ein bisschen so nach, wie soll ich sagen, Elektronik gerochen. Und das ist ein Zeichen, dass da was nicht stimmt. So, das sind die Erfahrungen, die man so hat im Laufe der vielen Jahre. Auch vom Optischen her. Da gucke ich, wo, ob was verschmort ist und, ja, kaputt ist. Viele werden das erkennen und viele machen es vielleicht auch so wie ich. Ja, jedenfalls ist das Ding kaputto. Und das werde ich jetzt demnächst mal reparieren. Also reparieren. Im Prinzip bloß eine Brücke vom USB plus minus. Löte ich dann komplett ab, den Chip mache ich komplett raus. Den brauche ich nicht mehr, der ist eh im Arsch. Und dann gucken wir mal, ob das so funktioniert, wie ich denke. Ansonsten löte ich hier auch noch die Kontakte ab und löte das dann komplett so an Plus und Minus dran und fertig, dass der Lüfter wieder läuft. Dann hat sich das. Dann ist es eine billige, einfache Reparatur und dann läuft das Ding wieder. Und dann ist er wieder ganz. Aber das sind so Sachen, ja, typisch China. Und vor allen Dingen, der Akku war original drinne. Der hier, da steht überhaupt keine Bezeichnung, nichts. Aber doch, hier steht, nee, steht keine Bezeichnung drauf. Keine Amperezahl, keine Voltzahl, nichts. Also sie sind meistens 3,7 Volt in der Größe, die Akkus. Und dann habe ich mal einen Akku von mir genommen. Ja, man sieht es schlecht. Der hat jetzt hier so steht eine Bezeichnung drauf, auch 3,7 Volt. Da müsst ihr jetzt im Internet mal genau gucken, wie viel Ampere. Oh, ich habe irgendwas im Mund drin, ein Fussel. Und den habe ich jetzt mal angeschlossen, weil ich dachte, der Akku ist im Eimer, weil der auch ein kleines bisschen warm war, ohne dass Strom dran war. Also eigenartig. Dann habe ich den dran gemacht, ging auch nicht an. Also und der Chip hier, wo ich den Akku dran hatte und USB mit dran, der ist richtig schweineheiß geworden. Die haben hier hinten, naja, so eine Art, ich sage mal, China-Kühlkörper. Es ist halt im Prinzip nichts. Aber so heiß, wie das Ding geworden ist, und das sieht auch schon ein bisschen, wie soll ich sagen, wie angebrannt, aber ein bisschen angeschmort, so ein bisschen dunkel hinten die Platine, eben eigenartig. Und das ist im Eimer das Ding. Ich wollte erst eine andere Platine reinmachen, mit so einer Art Spannungswandler, habe ich ein bisschen was da, kann ich euch mal kurz zeigen, Moment.
Ich will mal kurz in meiner Kiste rumwühlen. Ich habe da ein bisschen was da. So verschiedene Sachen. Verschiedene große Sachen. Einmal das. Und einmal sowas hier. Zeige ich euch mal das, was man da einbauen könnte. Also es gibt einmal, was ich da habe, für etwas größere Ströme habe ich sowas da. So eine Art Motorsteuerregelung kann man auch nehmen dafür, ist aber zu schade, hält ein paar Amperchen aus. Dann sowas, werden auch einige kennen, wo man dann über den Regler Spannung rein, Spannung raus. Und sowas nehme ich dann auch ab und zu mal, wo ich dann den Akku gleich mit anklemme. Es geht, man kann es für sowas nutzen. Stellt man dann ein auf die 3,7 Volt oder was weiß ich, was man braucht, lädt man den Akku gleich mit auf. Der Nachteil ist eben bei denen, man hat keine automatische Umschaltung für den Akku, aber dasselbe Teil gibt es nochmal. Das habe ich letztens irgendwo verbaut. Das sind drei Regler drin. Einmal kann man den Spannung einstellen, den Ladestrom und den Abschaltstrom einstellen. Begrenzung. Ja, gibt es auch von sowas. Die sind ein bisschen größer und die wären dann ideal für sowas, aber es lohnt sich einfach nicht so viel auf Wand zu betreiben. Und dann habe ich dasselbe nochmal da. Das ist ungefähr die Größe. Glaube ich, bis 2 Ampere gehen die maximal. Kurzzeitig bis 3 Ampere, muss ich jetzt schwindeln. Und die sind etwas kleiner in der Ausführung. Und da ist auch so ein kleiner Mini-Regler drin. Und den mache ich dann meistens auch raus und mache dann ein Poti dran, wo man dann den Ventilator von außen regeln kann. Den Akku hätte ich dann eh abgelassen, weil es bringt dann nichts. Oder man macht den Akku dran, stellt dann auf 3,7 Volt ungefähr ein. Und dann müsste man gucken, ob der Lüfter dementsprechend schnell läuft. So, das sind die zwei Möglichkeiten. Oder man macht einen Schalter rein, wo man dann umschalten kann, schnell, langsam, mit und ohne Akku. Geht auch, aber ich habe es heute gefragt, das lohnt sich einfach nicht, den Aufwand zu betreiben für so einen billigen Lüfter. Das ist, muss nicht sein, es kostet einfach zu viel. Und der Aufwand ist mir, ich hätte es gemacht, wenn es jetzt für meine Mutter wäre oder für meinen Bruder, hätte ich gesagt, okay, ich setze mich mal eine Woche dran, repariere das Ding. Aber für jetzt Leute so in Sachen zu machen, frage ich sie immer, was wollt ihr ausgeben? Und ist es das Ding wert? Und dann entscheiden die Leute, die sie haben wollen. Da haben wir uns jetzt so geeinigt mit der kurzen kleinen Drahtbrücke. Da kommt vom Prinzip her, kommt dann von hier, Minus ist sowieso Masse und dann kommt von hier Plus, damit Plus drauf und dann hat er eben Dauerstrom, sobald man da ins Netzteil reinsteckt, funktioniert das Teil dann wieder. So, gut, das ist so das Neueste, was ich wieder machen muss. Mal gucken, was demnächst mal noch so reinkommt. Letztens war es ja das Brot, wo ich da die LED-Beleuchtung reingemacht habe. Video ist da drin. Ja, das sind so Sachen, was die Leute eben da haben, wo, wie soll ich sagen, viele kennen sich mit sowas nicht aus, schmeißen es dann lieber weg. Und da habe ich einfach auf Arbeit, kennt das jeder von mir mittlerweile, dass ich so ein bisschen rumbastle, ein bisschen repariere und dies und das mache. Und da sage ich, bringt einfach mal mit, wegschmeißen kann man es immer noch. Ich gucke mir das an. Und dafür gibt es wieder eine schöne Tafel Schokolade oder irgendwas Süßes. Da bin ich auch zufrieden. Oder einen kleinen Kaffee. Und dann reicht das. Man muss ja halt nicht so viel verlangen. Oder für mich ist es Hobby, macht Spaß, wenn die Leute sich freuen, wenn das alles wieder in Ordnung ist. Das ist für mich wichtig. Ja. Und mich freut es dann auch. So, machen wir wieder Schluss. Video mache ich mal schnell fertig. Ist zwar nicht Nobles oder nicht Weltbewegendes, was ich jetzt hier machen muss, ist für mich eine Kleinigkeit, die ich so, wie soll ich sagen, beim Fernsehgucken nebenbei mache. Aber ich wollte euch mal zeigen, was ich heute wieder reinbekommen habe. Dass ihr mal seht, was es alles für komischen China-Kram gibt und was das Zeug alles so taugt. Also im Prinzip nichts. Der Lüfter läuft relativ langsam. Habe ich schon dran gehabt alles. Ich kann es ja mal kurz anschließen. Mal gucken, ob ich, muss ich bloß das Netzteil noch holen. Machen wir es mal kurz an. Zeige ich euch mal. Ist ein bisschen eigenartig, das ganze Ding. Also es lässt sich noch einschalten, aber er läuft nicht mehr auf vollen Touren. Und ja, weil eben der Chip kaputt ist. Ich müsste mal gucken, was das für ein Schaltkreis ist. Man erkennt es aber sehr, sehr klein geschrieben darauf, wie das die Chinesen eben gerne machen. So, ich mache mal kurz die Kamera aus und hole mal das Netzteil. So, heute habe ich mal als Kamera, habe ich meine DJI Pocket mal wieder dran. Ich habe mal was Schönes gebastelt, das kann ich euch nachher auch mal zeigen. Wäre auch vielleicht eine Idee für den einen oder anderen, wenn man jetzt kein Stativ hat oder eine Möglichkeit hat, hier alles groß aufzubauen. Meine Bastelecke ist relativ klein und da stört eben das Zeug, wenn ich hier groß so in so ein Filmset aufbauen würde. Und da habe ich mir aber damals schon was einfallen lassen, zeige ich euch nachher auch mal. Vielleicht ist es eine Idee
für den einen oder anderen, das vielleicht mal auch so zu machen oder so eine Möglichkeit, mal eine kleine Kamera irgendwie ja, zu installieren beim Film, jetzt wie bei mir hier jetzt mit dem Zeug. So, das Netzteil mache ich jetzt dran. Das hat, glaube ich, bis 2 Ampere müsste das gehen, irgendwie so. Ja, denke ich mal. Machen wir mal rein hier in die Steckdose. So. Strömlinge. So, gut. So muss ich mal gucken, dass der Lüfter auch richtig drin ist. Ja. So. Ja, sollte gehen. So. Jetzt kann ich. Also gestern ging es zumindest noch. Ich hoffe, dass es funktioniert. Wenn ich jetzt ganz schnell zweimal hintereinander drauf drücke, hier auf diesen einen Ausschalter da. 1, 2. So, dann läuft er. Und normalerweise müsste ich jetzt einmal drauf drücken. So. Dann müsste er schneller laufen. Oder ich drücke länger drauf, müsste er wieder ausgehen. So, und sobald ich jetzt den Akku dran mache, fängt mir der Schaltkreis hier, der Chip, fängt an zu kochen, also kaputt. Ich könnte es jetzt auch so lassen, aber der Lüfter müsste normalerweise noch ein bisschen schneller laufen. Und da will ich einfach die volle 5 Volt dann auf den Lüfter drauf machen und dann funktioniert das dann. Es kommt ein Lüftchen raus, aber naja, ein China-Lüftchen, so ein bisschen so heiße Luft, sage ich mal. Gut. No? Und ich wollte es ein bisschen ordentlicher machen, dass es wieder so funktioniert, wie es eigentlich sein soll. Aber anders geht es nun mal nicht. Und mehr Aufwand wollte ich jetzt selber nicht betreiben, weil sich das für mich nicht lohnt. Und für die, die es dann bekommt, lohnt sich das auch nicht, der Aufwand. So, ich mache mal kurz aus, hole mal die zweite Pocket-Kamera und filme dann mal das mit der Halterung her, wie ich es gemacht habe. Damit ihr das seht, das tue ich dann als, wie soll ich sagen, Anhang hinten beim Dranklatschen an das Video, wie ich so die Möglichkeiten habe, jetzt zu filmen. Es geht nun mal nicht anders bei manchen Sachen, aber haut schon hin so. Ja, und dann habe ich ja Haufen so von Fotozubehör, hat man mal so ein Stativ gekauft, dann hat man sich mal das gekauft an Halterung, das gekauft und da hat man so viel Mist rumliegen. Und ich hatte damals mal das Problem mit den kleinen Kameras, die irgendwo am Auto festzumachen oder wenn ich mal irgendwo anders bin, habe kein Stativ mit. Metall hat man überall oder wenn man mal eine Veranstaltung filmt, irgendwo sind irgendwelche Zäune mit so Metallpfahl und da mache ich die Kamera einfach so dran, zack, mit dem Magneten, schraube das hier so drauf und da kann ich jetzt die Kamera überall, wie ich es auch hier hatte. Hier an der, das ist so eine alte Lampe. Eine alte Lampe. Naja, doch, die hat schon ein bisschen hinter sich, die Lampe mit Lupe drin. Habe ich mir damals mal zugelegt. Kann man so anmachen. Macht sie ganz gut. Muss ich mal wieder sauber machen. Und da kann man den Magneten jetzt hier so dran klatschen. Dann die Kamera hier so dran. So. Dann ist die Kamera dran und das hält. Und zum Film, wie ich es jetzt mit dem Lüfter gemacht habe, reicht das voll zu. Also für kleinere Kameras. Und wenn man jetzt größere Kameras nehmen möchte, ging ja auch, müsste man einen anderen Magneten kaufen. Es gibt ja diese, wie hier sind die wieder, diese super festen, wollte ich schon sagen, diese richtig kräftigen Magneten, wo man sich dann mit ein paar Kilo dranhängen kann. Und da kann man sowas mit einem anderen Magnet machen. Aber der hier ist ideal für so kleinere Kameras. Ich habe ja vorher eine Sony dran gehabt, diese Z, nee, AZ1 oder wie die heißt. Diese kleine Action-Cam. Und dafür hatte ich es damals eigentlich gebaut. Und da fiel mir vorhin ein, ehe ich jetzt das Stativ wieder aufbaue und mich hier rumplage mit dem ganzen Zeug, guckst du mal. Und da fiel mir das ein mit dem Magneten und da habe ich das jetzt mal so gefilmt. Ja, das wollte ich euch mal zeigen, wie ich das so gemacht habe. Ich habe noch ein paar andere Halterungen mir mal gebastelt. Habe ich auch noch einiges da fürs Handy und ja, da kommen so Ideen. Es gibt ja vieles zu kaufen, aber einiges, was es so bei Amazon oder im Internet gibt vom Chinesen, ja, das ist nicht so das Passende, taugt nichts. Und ich bin so ein Typ, ich habe da so Ideen im Kopf und dann baue ich einfach drauf los und mache mir das passend. Und hier hinten die Schraube, ich weiß nicht, ob man das sieht, die habe ich da mit zwei Komponentenkleber eingeklebt, dass das richtig fest ist und dass das auch hält. Die andere Halterung, die ich damals mal hatte, da hatte ich eine Senkschraube von der Seite reingemacht und dann von der Seite das angeschraubt. Aber hier ist ja dieses, was ist das? Ein Viertel, ein Achtel? Ich glaube, ein Viertel Zoll Gewinde direkt für die Kameras. Und da kann man die dann schön eben draufschrauben. Und das macht sich echt gut, sowas. Ja, und dann habe ich eben dieses Mini-Stativ noch. Das gibt es ja auch überall zu kaufen, verschiedene Größen. Und dann passt das schon. Und zum Film ist das ideal. So, mache ich wieder Schluss hier. Wollte ich euch bloß mal zeigen. Als kleine Idee für so kleine Action-Cams, wo man die alles, wo man die überall dann mit dem Magneten ranmachen kann. Ja. Das macht sich, also ich bin sehr zufrieden mit dem Ding, so wie das jetzt ist. Und da hat man viele Möglichkeiten. Macht sich gut.
So, machen wir wieder Schluss. Macht das Video schnell fertig, lad es hoch und dann zieht es euch mal rein und könnt ihr ja eure Meinung wieder drunter schreiben. Und dann würde ich sagen, wieder bis zum nächsten Mal.